He's still out, but he'll live. As long as he lives long enough to tell us where Vega is, I'll be happy. Do you love nothing? I love to win. Our deal is done, Blunt. Oh my God! What's happening? No! No! It's a Pentossi. A vision. Cain has the Tacitus. According to Tratos, Vega's base is 760 clicks south. The ion storms have knocked out our satellites. He pulls his power from an old dam nearby, which is heavily protected by a large base. Taking out the dam and the power plants first will neutralize enemy air defenses. Well, an approach to Vega's fortress would be easier. Are you with me, Ava? The large dams that power Vega's base lie in this sector. Destroying them will temporarily drain power from his base. To aid you in your objective, attack his island facility before he can bring new generators online. The dam can be destroyed by disabling the two regulator stations in this sector. GDI air support will be available if you can find a way to contact them and confirm your target. Und damit willkommen zurück zu Tiberian Sun. So, Vegas Damm. Hier geht's auch mal weiter. Kommen Sie doch mal mit. Zum Glück nicht so anstrengend wie in der Warzone-Variante. Hier habe ich nämlich das erste Mal gesehen, dass die Teufelszunge die beiden Titanen mit einem Schuss platt machen kann. War nicht so amüsant. Aber Classic-Version. Braucht uns keine Sorgen zu machen. So, brauchen wir die beiden Titanen. Und damit einmal attackieren. Genau, den Trigger gesetzt. Ja, alles gut. Wichtig ist, dass die Titanen überleben. So, Maschine gehen wir rein. Hier müssen wir mitkommen. Einmal attackieren. Attackieren, komm, drauf. Perfekt, klappt. Sehr schön, das hat schon mal funktioniert. Machen wir mal weiter. Rennt erstmal die Kisten weg. Unsere Einheiten draufgehen. Willkommen schon mal mit, Kollege. Überlatschen. Genau, benutzt die Teufelszunge. Das wäre Warzone jetzt nicht möglich gewesen. Der wäre sofort kaputt gewesen hier. Der Kollege. Einfach nachhelfen hier. Einmal heilen. Schön. Flugabwehr noch, dann bekommen wir eine Unterstützung. So, wir gehen jetzt mal auf die Beine drauf. So, hat auch funktioniert. Ein bisschen Verstärkung. So, hier fehlt noch ein Infanterist von der Nordeinheit. Da ist er ja. Bekommen wir noch Verstärkung. Hier oben ist der Trigger. So ein bisschen Fußvolk. Das sind wir die nicht mal vorschicken. Hier kommt man nämlich nach vorne. Jetzt kommen ein paar Bazooka-Infanteristen. Komm mal auf 1. Dann sind wir vorlaufen. Mit. Bisschen laufen.
geht auf ihn drauf, geht auf ihn drauf. Nicht die Kiste, nicht die Kiste. Nicht die Kiste nehmen, Leute. Geht mal hier unten lang. Ja, ist die Kiste nämlich frei. Kein Bock, dass die jetzt geschnappt wird. Ist aber mal knapp mit euch hier. Och, ich stehe da ganz einsam rum. Sehr gut, dass er nicht attackiert hat. Das hat uns nämlich sehr viel erspart. Geht mal hier oben drauf. Jetzt kommt nämlich ein ganz kriseliger Part. Mag ich überhaupt nicht. Gucken, ob der es schafft. Draußen eine Glückssache hier. So, gehen wir schnell rein. So, Teufelszunge habe ich schon gehört. Die gilt es auch erstmal hier abzuwehren. Deswegen warten wir mal lieber, weil hier vorne sind nochmal zwei Tic-Tanks. Da ist er. Wo kommt der Kollege raus? Das ist nämlich ganz interessant. Und auch äußerst wichtig, dass hier gekämpft wird. So, ganz gerne warten, bis die anderen kommen. Hier schon mal runter. Packen wir auf 2. Ach, die kommen gar nicht erst. Ach so. So läuft der Hase. Normalerweise kommen die Leute hier runtergelaufen. Guck mal drauf. Halt. Das ist wichtig. Nein, nein, nein. Lass ihn mal ruhig in Ruhe. Lass ihn mal ruhig in Ruhe. Hey, lande. So, ich komm mal mit runter. Genauso wie ihr. Ich packe noch 2. Lauf mal vor. Packen wir auf 1. Mal vorlaufen, hier kommen noch ein paar Neues. Geht hier nicht so weit hoch. Sofort abbiegen. Bau auf ihn drauf. Flugabwehr könnt ihr euch stehen lassen, es passiert nichts mehr hier. Komm mit, komm. Hintereingang. Behalte so viele Einheiten, wie es geht in dieser Mission. Nicht so viel riskieren, gerade wenn ihr oben lang lauft. Hier kommen die ganzen Cyborgs runter. Lauft lieber hier lang. Nicht antriggern hier. Das ist nur unnötige Kopfschmerzerei. So, wollen wir mal hier oben warten. Sammler fertig machen. So, dann spicken wir mal ein bisschen hier. Hier sind nämlich 2 Lasertürme. Das war der erste. Hier unten ist auch noch einer. Ich glaube, insgesamt sind es 3 hier im Lager. Da gucken wir mal. Jetzt nicht zu viel antriggern. Soll nur ihren Dienst hier machen. Yes, sir. On my way. Yes, sir. Sir, waiting orders. Infantry reporting. Sir, waiting orders. Komm, wir locken sie mal an. Yes, sir. Sir, infantry reporting. Das war gut. Aber nicht zu viel riskieren, denn wir haben nur diese paar Einheiten hier. Das meine ich. Nicht so viel riskieren. Ja, der eine war sowieso so gut wie kaputt. Guck mal beide mit.
Wir können die ganze Ruhe hier platt machen. Kommt schon mal weiter mit. Ja, geht nicht zu nah ran. Geht nicht zu nah ran. Hier unten ist auch noch ein Laserturm. Gehen wir mal mit ihnen hier. Na, kommst mal mit. Schlucken wir mal mit den Grenadier an. Der müsste hier stehen. Jupp, da ist er. Leider keine Kiste mehr zum Heilen da. Muss er dringend weg, dann können wir mit dem Verkauf des Bauhofs noch ein paar Leute hier bauen. Mit. Mach schon das Tor kaputt. Können wir noch einbauen? Passt ja wie Arsch auf einmal. Bin ich jetzt in der Mission viel wichtiger als der Rest, den wir jetzt hier bauen können. Na, guck mal mit. Müssen jetzt mal vorlaufen. Noch genug Verstärkung von Nott. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Einen direkten Ansturm auf den Kontrollknoten. Wir versuchen es einfach mal. Dabei müssen die vorlaufen. Die machen kein Ablenkungsmanöver. Drauf, drauf. Komm, komm, komm. Keine Zeit. Perfekt. Ja, doch, gut funktioniert. Deswegen nicht so stressig vorgehen, lieber ganz in Ruhe. Dann könnt ihr die Mission auch nochmal so spielen wie jetzt hier. Weil mit zu viel Stress macht das echt keinen Bock. So, mal kurz eintragen. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann.